Die Frage wird normalerweise nicht gestellt. Wie können wir das verhindern? Wie können wir bis zum Lebensende ja, fit, lebendig, geistig fit, körperlich eben nicht als Pflegefall enden, sondern fit bleiben, gesund bleiben und eventuell auch jugendlich bleiben, was immer das heißt. Und da kommen wir jetzt zu dem Begriff des Alterns. Und die erste Frage ist, was heißt eigentlich Altern? Altern sagen wir, naja, das beginnt dann, wenn die ersten Falten kommen, ne? Die runzeln. So als Jugendliche, da sind wir immer noch ganz glatt in der Haut. Mit der Zeit verliert die Haut ihre Spannkraft, die Muskeln, das Gewebe. Mit der Zeit trocknet der Körper immer ein bisschen mehr aus, wird schwächer, träger, faltiger. Und deshalb die Frage ist, was altert denn eigentlich? Zunächst einmal ist der Körper. Wenn wir von Alterungsprozess reden, ist es erst einmal der Körper. Und wir leben in einem Zeitalter, das wir das Materialistische nennen. Und was heißt materialistisch in diesem Zusammenhang? Wenn wir sagen, wir altern, dann meinen wir uns. Aber im Grunde meinen wir nur unseren Körper. Aber die Frage ist ja, ob eine Seele, wenn sie es gibt, könnte ja sein, dass es eine Seele gibt und einen Geist. Ja, das ist die Frage, kann die altern? Was heißt denn die Seele altert? Also zunächst mal geht es um den Körper. Und wenn wir sagen, ich altere, und wir meinen nur den Körper, dann ist das ja falsch. Dann heißt es ja nichts anderes, als dass wir uns identifizieren mit dem Körper. Wir sagen, ich bin der Körper und deshalb altere ich. Das ist das, was im Unterbewusstsein bei jedem Menschen da ist, weil wir in einem materialistischen Zeitalter leben. Früher in anderen alten Kulturen, in Ägypten und so weiter, wo die Leute wussten, es geht nach dem Tod weiter, weiß ich nicht, ob die jetzt einen solchen Alterswahnsinn oder Jugendwahnsinn hatten wie wir. Vielleicht zum Teil auch, aber man wusste, es geht ja weiter. Also man wusste, dass es kein Ende gibt für das Leben. Nur wir haben das heute nicht. Wir müssen uns das erst wieder erringen. Deshalb sitzen wir auch hier, weil es auch um Geisteswissenschaft und um spirituelle Inhalte geht. Und wichtig ist nur, dass wir zunächst wissen, aha, altern bedeutet, es betrifft den Körper. Der Körper altert. Und wenn, das gebe ich immer als Tipp, wenn Sie mal jemand fragt in Zukunft oder euch fragt, wie alt bist du denn, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, empfehle ich immer, gar nicht. Gar nicht. Wie alt bist du? Gar nicht. Ja, wir werden gleich drauf auf eine andere Variante kommen. Wieso sollte ich alt sein? Ja, schau dich doch mal an. Wie alt bist du? Es gibt noch eine andere Möglichkeit, denn es gibt nämlich mehrere Alter. Das habe ich gelernt, vor allem über den Ayurveda. Das erste ist nämlich das chronologische Zeitalter. Wie alt bist du? Meinst du damit, wie viele Jahre ich in meinem Körper schon auf dieser Erde bin? Ja. Ja, okay. 73, 23, 54. Das ist das chronologische Alter. Und das betrifft nur die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, sonst gar nichts. Denn es kommt das zweite Alter. Und deshalb können Sie in Zukunft auch dann eine Gegenfrage stellen und sagen, welches Alter meinst du denn? Ja, wie bitte? Ja, meinst du das chronologische oder meinst du das biologische? Es gibt das biologische Alter. Und das biologische Alter wird halt auch gemessen. Ja, da kann man zum Beispiel chronologisch 60 sein und biologisch 80 oder 40. Das heißt, die medizinischen Werte, und das sehen Sie dann auf dieser zweiten Grafik, die medizinischen Werte, die kann man nämlich messen. Blutdruck, BMI, die sogenannte kardiorespiratorische Fitness, Kreatin-Clearance, das sind Nierenwerte. An diesen biologischen Parametern kann man das biologische Alter des Körpers exakt messen. Und das kann man bei jedem Arzt machen lassen. Also es ist auch mal interessant zu schauen, bin ich denn jetzt bin ich chronologisch so und so alt, bin ich denn jetzt eigentlich jünger biologisch oder bin ich viel älter, als ich eigentlich bin? Also wenn Sie jemanden fragt, wie alt bist du? Ja, ich habe jetzt gerade mein biologisches Alter testen lassen. Ich bin jetzt dabei, 5 Jahre wieder jünger zu werden, weil ich bin jetzt schon 5 Jahre zu alt geworden. Ich habe meine Chronologie überholt, ich will das jetzt reduzieren.
Und Sie sehen auch an dieser Grafik, sieht auch an dieser Grafik hier, etwas ganz Wichtiges. Man sieht nämlich, dass es eine Verlangsamung und eine Beschleunigung des Alterungsprozesses gibt. Und über den reden wir gleich, was das eigentlich ist. Das dritte Alter, jetzt kommt das dritte Alter. Na, wie fühlst du dich denn heute? Ja, also heute könnte ich Bäume ausreißen. Ich fühle mich wie 20. Aber gestern, mein Gott, da habe ich mich gefühlt wie 80. Das ist das Psychologische, das Seelische, momentane, das gefühlte Altsein oder Jungsein. Das hat mit dem Chronologischen und Biologischen auch wieder nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Ebene in unserem Dasein. Ja, und dann gibt es noch das vierte. Und wie können wir uns das vorstellen, wenn ich heute mir den Spaß mache und frage, so ein Weizenhalm, wie alt bist du? So im Herbst. Und dann sagt er, ja, so 6 Monate alt. Ja, 6 Monate, im März ausgesät, im September geerntet. Ich bin 6 Monate alt. Und dann fragt man oben das Weizenkorn, wie alt bist du denn? Naja, da sagt es, eigentlich bin ich eventuell so alt wie der Halm, aber es gab mich damals noch nicht so richtig, aber jetzt, ja, ich bin vielleicht jetzt 6 Wochen alt oder so ähnlich. Ne? Dann sagt er, aber wenn du mich genau fragst, mich hat es letztes Jahr auch schon gegeben. Weil der Halm, der ist aus dem Samen gewachsen. Und wenn ich mich dann in den Boden lege und im nächsten Jahr wieder rauskomme, dann bin ich schon wieder ein Jahr älter. Und deshalb bin ich schon 100.000 Jahre alt. Ja, wie alt ist der Weizen, das Weizenkorn? Ist er jetzt 3 Monate alt, 6 Monate alt? Oder ist er schon 100 oder 200.000 Jahre alt, solange es Weizen gibt auf der Erde? Und jetzt sind wir bei dem vierten Alter. Das spirituelle Alter, das Alter unseres Ichs, das es im Materialismus nicht gibt. Ich lese da gerade wieder spannende Bücher über die Willensfreiheit und Neurowissenschaft, wo uns aus der Neurowissenschaft bewiesen wird, dass es uns gar nicht gibt. Schon uns als Körper, ne? Aber entscheidend tut unser Gehirn. Und deshalb stellen wir bald alle Gerichtsprozesse ein, weil Gehirne nicht bestraft werden können. Der Streit, der geht ja ernsthaft schon jetzt seit einigen Jahren so richtig los, weil da wird uns nachgewiesen oder scheinbar, unser Ich gibt es nicht, das ist eine Illusion. Jetzt kommt der Axel Burkert und sagt, doch, in der Geisteswissenschaft gibt es das schon und du bist doch schon mehrmals hier auf der Erde, so, wie bitte, nein, das ist alles Quatsch und Humbug. Ja, das ist eine Frage deiner Entscheidung, welches Weltbild du hast. Wir wissen, dass es so ist, kann man auch sehr gut nachprüfen, aber wenn man nicht dran glauben will, ist auch okay. Dann bist du halt nur ein Häufchen Materie und wenn du damit zufrieden bist und glücklich bist, wunderbar, ist deine freie Entscheidung. Ich kann mich damit nicht abfinden. Ich weiß, dass es mich schon mal gegeben hat und schon sehr lange gibt und deshalb die Frage, wie alt bist du? Wenn du mein spirituelles Alter meinst, 2,3 Millionen, aber das war schon zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal runtergekommen bin, davor hat es mich auch schon gegeben. Deshalb weiß ich nicht, ich bin uralt. Und das ist das spirituelle Alter. Jetzt haben wir 4 Alter. Ich bin uralt. Ja? Und wir werden immer älter. Aber die Frage ist, ob wir älter werden oder jünger, weil die Frage ist, was heißt altern? Kommen wir gleich noch drauf zurück. Wenn wir altern als Reife nennen, ja, dann hoffentlich sind wir gereift mit jedem Herkommen auf die Erde. Hoffentlich. Ja? Hier kann ich davon ausgehen, sonst würden wir alle nicht hier sein. Da sind wir doch vielleicht etwas gereift in unserer inneren Entwicklung. Also das spirituelle Alter ist das Alter unseres Ichs. Mein Gott, wie alt sind wir alle, gell? Boah. Milliarden von Jahren sind hier im Raum versammelt. Milliarden von Jahren Erfahrung, das ist so, Leute. Sonst hättet ihr alle nicht die Fähigkeiten, die ihr habt. Die kriegt man nicht so einfach. Und dann gibt es noch das fünfte Alter. Was, da gibt es noch was? Ja, habe ich jetzt noch erfunden. Das überspirituelle Alter, weil das überspirituelle Alter ist, ich bin weder alt noch jung, mich gibt es seit Ewigkeiten und es wird mich in Ewigkeiten geben. Ich bin ewig, es gibt kein Alter für mich. Hey Alter, ja, richtig alt sind wir, alte Seelen, aber eigentlich sind wir noch genauso jung wie damals. Ewig jung oder ewig alt, im Bereich der Ewigkeit hört es auf und darum soll es heute gehen. Es geht jetzt um den Alterungsprozess und was heißt spirituell altern, in Anführungszeichen. Geistig oder spirituell nicht altern oder was hat Alter mit Spiritualität zu tun?